geht jetzt nach draußen und man sieht... Oh, warte, was? Sie hat eine... Leute, dieses Mädchen hat ihr Herz außerhalb vom Körper. Was? Jo, was war mit euch? Herzlich willkommen zu diesem Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, meine sehr verehrten Damen und Herren. In letzter Zeit, wir schauen uns sehr viele außergewöhnliche Sachen an, weil ihr steht da drauf, ich stehe da drauf. Es ist einfach verdammt faszinierend. Aber was ihr mir heute zugeschickt habt, das klingt einfach nur noch unglaublich. Und zwar heißt dieses Video, ein 6-jähriges Mädchen hat ein Herz, das nach außen schlägt. Das heißt, ihr Herz ist außerhalb von ihrem Körper geboren. Deswegen, Leute, schätzt immer die Gesundheit. Ja, schätzt immer, dass ihr gesund seid, dass es eurer Familie gut geht. Und ganz wichtig, dass es auch der Marki-Gang gut geht. Und an alle, die noch neu sind auf diesem Kanal, unter mir steht irgendwo abonnieren. Das leuchtet rot. Wenn das noch rot ist, klickt drauf. Dann seid ihr kostenlos, umsonst Teil der Marki-Gang. Es gibt jeden Tag ein neues Video. Und die Marki-Gang, passt gegenseitig auf uns auf. Ey, wir sind immer für euch da. Wenn irgendwas ist, ihr wisst Bescheid, Mann. Wir sind eine Familie. Dankeschön an jeden, der jetzt abonniert hat. Kuss geht raus. Schauen wir uns das 6-jährige Mädchen mit dem Herz nach außen an. Okay, okay, das ist das Mädchen. Und wir sehen, sie ist ganz normal am Beach. Wir sehen, dass noch nichts Außergewöhnliches. Sie spielt ganz... Oh mein Gott, was? Nein! Sie sagt... Oh mein Gott, wir haben es gerade schon gesehen, Leute, das ist tatsächlich echt. Ich dachte irgendwie, das ist, keine Ahnung, Photoshop, das ist echt. Dieses Mädchen wurde mit dem Herz nach außen geboren. Alter, ist das ein Wunder, wie geht das, wie geht sowas? Wir gucken jetzt rein, wie sieht ihr Alltag aus, wie lebt sie damit? Alter, was ein Weltwunder. Oh mein Gott, wir sehen jetzt, wie gesagt, hier... Das ist extrem außergewöhnlich. Und sie sagt gerade, ja, sie ist ein Weltwunder. Alter. Was haben die Doktor gesagt? Okay. Zuerst hieß es, Ladies and Gentlemen, dass das Mädchen überhaupt nicht laufen kann, überhaupt nicht reden kann, dass es quasi komplett keine normalen Eigenschaften mehr ausführen kann. Aber Gott sei Dank hat sich alles mit einem Wunder geändert. Wie ist es überhaupt möglich, dass das Mädchen auf die Welt kommt und da das Herz schon draußen ist? Leute, das muss doch für den Alltag extrem geisteskrank schwer sein, oder? Wie kam... Alter, ich bin so unglaublich fasziniert. Alles klärchen, so. Okay. Okay, okay. Wow. Okay, also diese Kondition heißt Pentalogy of Cantrell. Keine Ahnung, ist ein wirklich fast ein Einzelfall, Leute. Und das Ding ist, ihr Herz wäre normalerweise hinter ihren Rippen, ja, ganz normal wie bei einem normalen Menschen. Aber das Herz hat sich verschoben durch die Rippen quasi und ist jetzt, es liegt vor den Rippen und hat jetzt nur noch so einen kleinen, eine kleine Hautschicht darüber. Und das Herz ist quasi einfach nicht mehr geschützt. Und im Offenen, und das ist natürlich extrem schwer für den Alltag. Leute, mir fällt gerade auf, sie ist ja gerade auf dem Strand gelaufen. Die darf ja nicht mal irgendwie nach vorne fliegen. Was, wenn sie stolpert und nach vorne fliegt? Sie darf ja wirklich, sie darf nie irgendwie stolpern und hinfliegen oder so, oder? Kann da was passieren? Jetzt schauen wir mal. Okay, sie hat bewiesen, dass die Ärzte alle falsch waren. Wahnsinn. Wahnsinn, okay, wir gucken. Mann, Alter, wie süß, die hat gerade das angefasst, das Herz. Und sie hat zu dem kleinen Mädchen gesagt, oh, was für ein schönes Herz und wunderschön das Mädchen. So, Dankeschön, hat sich voll bedankt. Ey, voll die Süße, Wahnsinn, Leute. Mit 6 Jahren sitzt sie da und hat ein Herz außerhalb vom Körper. Das schlägt, das funktioniert. Ohne Witz, Leute, das ist einfach nur crazy. Okay, sie sitzt in der Schule. Ey, sie ist so süß. Oh, okay, okay. Ah, okay. He may be pouring. And get this, despite not having a diaphragm, she loves to sing. Bruder. Neuer Weltstar incoming! Das hat jetzt meine Frage von vorhin auch schon beantwortet, Leute. Sie hat quasi eine Schutzpolsterung. Also das heißt, wenn sie jetzt wirklich groß rausgeht oder sonstiges, dann muss sie so eine Schutzpolsterung anziehen. Also wenn sie hinfliegt oder so, dann schützt das eben einfach. Aber sie selber sagt, das ist sehr unbequem und deswegen nimmt sie das meistens nicht. Und nebenbei singt sie gerne, deswegen passt auf! 2025, das kleine Mädchen, es wird alles rasieren. Have the prettiest voice I have ever heard. Thank you. Ey, sie ist so süß.
her body has okay. moved this heart to an area where right now it can okay. maintain the proper blood pressures, proper circulation, okay, okay. and proper Wahnsinn. Breathing. As she gets older, we're going to have to watch that because it's okay. not underneath the chest and we don't know exactly how it's going to grow. Man sieht wirklich, wie das Herz so pumpt. Das ist krank, Leute, Alter. Wahnsinn, erstaunlich. Aber im Alter muss man natürlich aufpassen, dass das Herz nicht verrutscht, wie das sich mit dem Körper weiterentwickelt. Der Körper wächst ja noch. Nicht, dass es zu wenig Platz hat, zu eng wird. Das müssen die halt gucken. Und ich bete, dass ihr nie was passiert und alles gut laufen wird. Okay, jetzt sind wir beim Sport. Ey, sie tanzt auch, Bruder, was? A true miracle girl who is touching the hearts of everyone she meets, krank. Especially mine. I gotta give you a hug. Ist dieses Mädchen süß oder ist es süß? Stimmt hier oben ab, Alter, komm. Ist es süß oder ist es süß? Ich will eure Meinung wissen, Alter. Ich tippe auf süß. Bestes überhaupt, Alter. So, Ladies and Gentlemen, wir sind jetzt hier nochmal bei einer näheren Doku. I'm the only one that has this. Und sie sagt, sie ist die Einzige auf der gesamten Welt, die das hat. With a condition called pentalogy of Cantrell, das ist, that only Alter, occurs in Wahnsinn. Just 5 per million. And what it means Boah. Is that Vesalia was born with her heart not inside krass. The rib cage where it would be protected, but on the outside. Okay, das wissen wir, wie gesagt, dass das Herz nach außen schlägt. Das haben wir schon mitbekommen. When I'm getting dressed, okay, sie sagt, I put soft clothes on to wenn not sie sich hurt anzieht, my heart, and I just walk around, benutzt sie nur ganz weiche Kleidung fly, und läuft rum I run, und läuft alles ganz normal. Run, but I love running. Und sie liebt es zu rennen, aber sie darf nicht so viel rennen. When Vesalia was born und in Novorossiysk in Russia, in Russland ist sie geboren, okay. To prepare for the worst. Und wie gesagt, ey, die Ärzte haben gesagt, sie wird das wahrscheinlich nicht packen und sie wird nicht sprechen können, sonstiges. Ärzte, nimmt das! Das Mädchen hat Stärke bewiesen und gezeigt, yo, Bro, Alter, völlig egal, was kommt, ich zieh durch! Das ist so erstaunlich, wie das Herz schlägt, ne? So erstaunlich. Ist so, solange sie am Leben ist, glücklich. Die Ärzte in Amerika haben gesagt, yo, ey, wahrscheinlich wird sie es nicht schaffen und sonstiges, aber dieses Mädchen beweist, ey, ich schaff das, ich pack das. Aber, wie wir vorhin gesagt haben, es ist extrem gefährlich, sie darf nicht hinfliegen. Wenn sie hinfliegt, kann sie davon sogar sterben. Also da muss sie extrem aufpassen, immer ihre Schutzausrüstung tragen und so. Sie ist die einzige Person auf der gesamten Welt, die ihr Herz nach außen hat. Das gibt's nur einmal und wirklich, ey, wir wünschen ihr nur das Beste, Mann. Starkes Mädchen, sie hat bewiesen, egal was ihr im Leben habt, ihr könnt es überwältigen. Aber jetzt habt ihr mir irgendwie nochmal einen zweiten Clip zugeschickt und gesagt, Maki, guck das auch unbedingt an. Und zwar geht es hier drum, dass eine Frau die ganze Zeit ein Fake-Baby mit sich rumträgt. Ein Fake-Baby. Okay, wir haben jetzt hier... Das ist das Fake-Baby niemals. Oh, das sieht echt aus. Ist das echt oder fake? Das ist, glaube ich, ein Fake-Baby. Oder wie? Das ist tatsächlich nicht echt. Das ist nicht echt? Was? Mein Kopf explodiert gleich. Bruder, check gar nichts. Ist das jetzt ein echtes Baby oder ein Fake-Baby? Ich check nicht durch. Leute, ich check nicht durch. Das ist anscheinend ein Fake-Baby. Das ist nicht echt und dieses Baby trägt diese Frau durchgehend mit sich rum und... Hä? Ich bin ja komplett geistig verwirrt. Das ist kein echtes Baby, Leute. Nein, nein, nein. Ich stehe auf, ich gehe weg. Wir tun so, wie wir das nie gesehen hätten. Bruder, was ist denn das? Diese Frau hat ein Fake-Baby, was irgendwie elektronisch läuft, was eine Puppe ist, aussieht, wie wenn es echt wäre. Und damit läuft sie den ganzen Tag rum und tut so, wie wenn es ein Baby wäre und zeigt es den anderen Leuten und so. Aber wieso? Ja, Leute, an der Stelle muss ich wirklich auch wieder sagen, ich glaube, das reicht mit diesem zweiten Video. Da sind wir wieder komplett auf die falsche Bahn geraten. Ich weiß, Bro, no, Puppen, gruselig, ich bin raus. Arrivederci. Ladies and Gentlemen, was haben wir von diesem Video gelernt? Ganz einfach, seid immer stark, ihr könnt jedes Problem überwältigen und alles schaffen, Leute. Ihr wisst Bescheid, dieses sechsjährige Mädchen, Kuss geht raus an sie. Und wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, kostenlos abonnieren. Nicht vergessen, wenn ihr zur Maki Gang gehören wollt, mein neuer Merchandise ist auch übrigens draußen. Hier klickt auf das letzte Video noch. Das ist das Video von gestern. Da sehen wir auch einen unglaublichen Jungen, der sein Auge rausnehmen kann. Schaut vorbei. Erster Link in der Beschreibung. Geht's zu meinem Merchandise. Danke. Kuss. Auf Wiedersehen.